So, ein ganz herzliches Willkommen zu unserem sechsten Working Out Loud Circle, der hier erstmals öffentlich tagt. Heute in der Woche 6, in der wir wieder wie bisher auch nach den Anleitungen für Working Out Loud Circle von John Stepper vorgehen. Heute in der Woche 6 geht es so um das eigene Profil in den sozialen Medien. Und es geht darum, sich zu vergewissern, wo man überall sein Profil hinterlegt hat und mal zu schauen, ob das eigene Profil vielleicht ein paar Ergänzungen oder auch ein paar Aktualisierungen hier brauchen kann. Und wenn wir das gemacht haben, dann ist die Aufgabe, einen konkreten Kontakt aufzunehmen mit jemandem, so nach allen Regeln der Kunst bei Working Out Loud, also mit ein paar anerkennenden Worten. Also man muss sich mit der Person ein bisschen beschäftigt haben, um die Aufmerksamkeit dieser Person zu erregen. Ja, und wir starten wie immer mit so einem kurzen Rückblick, was so in dieser Woche so passiert ist. Antje, vielleicht fangen wir bei dir an. Seit dem letzten Mal, was ist bei dir gewesen? Wie weit bist du auch in Richtung deines Ziels vorangekommen? Also ich gestehe, die Woche war schlecht. Also die war auch deshalb schlecht, weil schlicht und ergreifend auch in meinem beruflichen Kontext was daneben gegangen ist, was jetzt zum zweiten Mal mich ziemlich eiskalt trifft. Schlicht und ergreifend, dass ein Auftrag, von dem ich fest ausgegangen bin, und einer geschäftlichen Beziehung, an der wir jetzt ewig gebaut haben, nicht zustande gekommen ist, zumindest aktuell nicht. Was mich mal jetzt so mit einem gewissen Abstand auch echt mal aus der Kurve geschmissen hat. Wenn ich nicht zwischendurch immer schwimmen gehen würde, ich habe deshalb schon wieder klatschnasse Haare, wie ihr vielleicht seht, ja, dann würde ich zwischendurch echt ausrasten. Und insofern habe ich diese Woche, weil es mir einfach mal mental nicht so gut ging, was ja selten ist, mich nicht besonders groß nach außen gewagt, weil ich finde, dass das sonst nicht so eine tolle Ausstrahlung hat. So. Ja, also du hast unser Mitleid. Das Auf ist jeden hart, Fall, ja. auf jeden Fall. Ja, und ich höre, der Winfried ist da. Ah, Winfried, ja, schön, dass du uns doch genau. gefunden hast. Ich war total verzweifelt. Ich bin alle WOLs durchgegangen. Und er sagte immer, sie sind ganz allein in dieser Welt. Oh je. Zwischendurch hättest du mich noch mal getroffen, weil ich war das auch. Ich habe 7, 6, 8. Welcher ist es denn am Schluss gewesen? Sechs. Sechs. Wir sind heute bei Nummer sechs. Und am besten, man findet es immer auf unserer Corporate, auf der colearn.de Seite. Ganz auf der Hauptseite, ganz unten, ist ein Link zu Working Out Loud und dort stehen die Okay. ganzen Termine drauf. Ich habe für einen Link gerade mal schnell in die Diskussion gepostet. Darauf findet man alle Links. Ja, sehr gut. wunderbar. Weil ich bin dann auch auf den Link von Harald gegangen, den du mir über Facebook geschickt hast. Wir sind ja alle omnichannel-fähig. Tja, natürlich. Aber als ich drauf geklickt habe, war ich auch alleine. Wahrscheinlich Okay. war noch irgendwo ein Fenster offen oder sonst was und er hat es dann von den 37 WOLs. Aber jetzt bin ich ja da, genau. Ja, okay. Gut, wir sind gerade dabei, zu reflektieren, was in der letzten Woche war. Wir haben ein bisschen später angefangen, insofern haben wir gerade erst angefangen, du kommst genau richtig. Winfried, vielleicht gibst du uns gleich an, was so in der letzten Woche passiert ist bei dir und ob du deinem Ziel ein bisschen näher gekommen bist. Ja, also eine wichtige Sache, die mich ja treibt, ist, dass ich ja WOL ganz spannend finde als Plattform für Transformation at Scale. Heute fand ich da ganz spannend, dass Katharina Krenz auch gesagt hat, wir müssen gucken, wie wir das at Scale hinbekommen. Also insofern haben Katharina und ich da jetzt schon eine kognitive Be Verbindung über diesen Begriff. Das Zweite ist aber tatsächlich, endlich habe ich es geschafft, John Stepper und die Messe zu vernetzen, was auch immer da rauskommt. Ne? Aber der 37 ist ja, der 37 ist der Anlauf. Jetzt müssen sie sich natürlich noch finden. Aber die Messe ist jedenfalls auch von WOL begeistert, das Messeteam. Und ich habe gesagt, auch auf Next Act bin ich zu allen Schandtaten bereit, was man da machen kann. Aber auch auf der Messe, das müsst ihr am Schluss sehen, was ihr am glücklichsten macht. Ne? Aber ich glaube halt, WOL ist ein Format. Wobei ich jetzt auch andere Formate kennengelernt habe, die ich auch spannend finde. Aber es ist ein Format letztendlich, um letztendlich durch Peer Support voneinander perfekt lernen zu können. Und das wäre eigentlich auch was, um HR in der Transformation at Scale zu begleiten. Ja, absolut.
Ein anderes spannendes Format war übrigens, war bei Stefan Grabmeier in der HR-Garage. Das war auch sehr spannend, sehr erkenntnisreich. Ich glaube nicht, dass wir da die One-Size-Fits-All-Lösung finden werden. Die Menschen sind sehr unterschiedlich und Working Out Loud dockt bei vielen Leuten an. Aber es gibt auch einige, da wird es nicht die richtige Methode sein. Ja, und man kann ja auch drei Methoden machen. Also die HR-Garage, da ging es halt mehr so, wir entwickeln gemeinsam kreative neue Ideen und üben daran unser Ding. Hier geht es ja mehr, wir unterstützen uns in unseren persönlichen Problemen. Ja, wir sind für dich da, Antje. Du kannst auch mal zwischendurch, wenn du jemanden brauchst, einfach ein WOL machen oder anrufen. Ja, das ist doch der richtige Skill. Ich rufe so gerne an. Okay. Also insofern in dieser Plattform schaffen, insbesondere jetzt auch die Messe als Plattform für Transformation at Scale und das am besten mit WOL kombiniert, das zeichnet sich jetzt ganz erfreulich an, hoffentlich. Toi, toi, toi. Außer die finden nicht zueinander. Mhm. Okay, danke Winfried. Harald, wie war deine Woche? Ja, sie war sehr intensiv, wie sie immer ist, aber ich bin recht gut weitergekommen, sowohl in meinem Ziel als auch in meiner oder Zielerreichung, als auch in meinen also die Dinge, die ich mir vorgenommen habe. Also jetzt zum Beispiel auf LinkedIn einigen Leuten mal auch eine Recommendation zu schreiben oder da auch ein paar Erkenntnisse zu bestätigen, um einfach mal so Universal Gifts zu verteilen. Das war schon lange mal fällig. Ich war nicht dabei. Nee, du bist noch nicht dabei. Das dauert noch ein bisschen. Ich werde jetzt den ganzen Abend darüber nachdenken. Nein, nein. Also der Hintergrund ist der, ich versuche sowas ja auch immer gleich so als kleinen Lerneffekt zu nutzen. Und also erstens, wenn jemand eine Recommendation bekommt, dann muss er die ja erstmal freigeben. Und ich habe festgestellt, dass das fast noch keiner gemacht hat. Also es sind einige Leute dabei, die einfach wahrscheinlich so selten auf LinkedIn sind. Zum Zweiten habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wenn man mal so ein paar von denen schreibt, dann stellt man fest, Moment mal, also die haben zum Teil, oder wenn man auch Recommendations von anderen liest, dann haben die manchmal so einen allgemeingültigen Charakter, als würde man dieser Person nur ein einziges Mal im Leben sowas schreiben. Und dann habe ich irgendwann angefangen mal zu sagen, ja, Moment mal, also ich möchte ja jetzt gerade in der Beziehung, die ich mit der Person erlebt habe, also eine Geschäftsbeziehung oder irgend sowas Ähnliches, mal ein Dankeschön sagen oder eine Recommendation abgeben. Damit will ich mir aber nicht verbauen, dass ich das nie wieder tun kann. Und dann habe ich angefangen, wirklich also in den Recommendations auch einen Bezug herzustellen, nicht nur am Anfang, bei LinkedIn muss man ja sagen, in welcher Beziehung stand ich zu der Person, war ich Chef oder Untergebener oder sonst irgendwas, sondern wirklich auch im Text zu sagen, wo genau haben wir denn zusammengearbeitet, also so, was man halt sagen sollte oder könnte, und was genau hat mir an der anderen Person so gefallen oder was hat mich beeindruckt. Und das macht für mich dann gefühlt die Tür wieder auf, zu sagen, ja, also ich kann da also vielleicht in einem Jahr oder sowas dann einfach nochmal eine schreiben, wenn es vielleicht irgendeine andere Thematik nochmal war. Und dann muss das auch nicht so ein global galaktisches, oh, du bist der beste Mensch der Welt, und sondern einfach gezielter das Ganze machen. Wo ich noch nicht so mir ganz einig bin, ist da die richtige Menge zu finden. Weil eine Recommendation, finde ich, sollte schon so mehr als ein Satz sein. Das ist jetzt alles mein Gefühl. Also da weiß ich nicht, ob es da irgendwo Standards gibt. Also so ein bisschen mehr wie ein Satz soll es für mich jetzt schon sein. Aber jetzt irgendwie mehr wie 5, 10 Zeilen oder sowas fände ich dann auch schon wieder ein bisschen aufdringlich fast. Also da könnte man schon wieder wahrscheinlich dahinter denken, okay, der will da was anbahnen im Hintergrund oder so. Also das ist irgendwie noch auch für mich jetzt erstmal, also ich habe aber schon, ich weiß nicht, mindestens, weiß ich nicht, also 30, 35 Recommendations geschrieben. Von denen sind viele aber noch nicht online, weil wirklich, entweder wissen die Leute nicht, wie man die freischaltet, oder es ist schwierig. Aber ich höre damit natürlich nicht auf. Also das, aber ich habe noch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Also im Gegenteil, auch schon Anrufe bekommen, wo jemand dann ganz aufgelöst, oh danke, wow, was soll ich denn damit jetzt machen, das ist ja toll, also hätte ich ja nie gedacht, und also, ja, einfach, also wenn es dir gefällt, freischalten, wenn nicht, dann lass es, also es ist komplett, es ist ein Geschenk, wo man nichts zurückerwartet im Endeffekt. Es ist schön, wenn es jemand annimmt, aber es muss jetzt auch nicht so sein, dass das dann sofort online steht oder sonst was. Genau. Ja, meine letzte Woche ist ja von anderen bestimmt gewesen. Ich war ja 6 Tage wieder im Krankenhaus und habe dann im Krankenhaus so gedacht, jetzt hast du ja Zeit. Also es war ja so, dass man nicht schlafen durfte. Man musste also auf dem Rücken liegen, an die Decke schauen und habe so versucht, alles Mögliche durchzuplanen. Und dann fiel mir so auf,
Das funktioniert nicht. Also wenn ich mir nicht was aufschreiben kann, wenn ich nicht es irgendwo niederlegen kann, kommen einem so viele Gedanken durch den Kopf und die Strukturierung fehlt. Also mir ist so richtig aufgefallen, wenn man Zeit hat, aber nichts, kein PC, kein Stift irgendwie, um jetzt was zu schreiben, ist es ja so eine richtige Krankenhaussituation. Es bleibt einem nichts weiter übrig, als entweder etwas zu konsumieren, ich habe ganz viel Podcast dann gehört, oder eben wirklich die Augen zuzumachen und zu schlafen. Also von daher auch die Erfahrung war ganz interessant, aber ich bin sicher, ich schaffe es noch, mein Ziel zu erreichen jetzt in den nächsten Wochen, wenn ich wieder voll da Also MacGyver-mäßig hätte ich mir wahrscheinlich einen Beamer neben das Bett gestellt, mit einem bin. 45-Grad-Spiegel nach oben und hätte dann Siri diktiert, was sie tun soll. Oder irgendwie sowas. Also Ja, hätte es ja. wahrscheinlich nicht ausgehalten. Das wäre eine Lösung gewesen, hast du recht, genau. Aber das hätten die Ärzte nicht gerne gesehen, denn die wollen ja, dass man sich ausschließlich auf sein Auge konzentriert da. Naja. Ja, heute geht es darum, das eigene Profil anzuschauen. Und die nächste Übung, dafür sollen wir 10 Minuten verwenden, heißt, wir sollen einfach mal schauen, wo sind wir denn eigentlich präsent? Also auf Xing, LinkedIn, Google Plus, Facebook, auf dem Blog und wo sonst noch. Und wie sehen dort unsere Profile aus? Und ich habe vorhin bloß mal bei mir so ein bisschen reingeschaut und festgestellt, ja, das Aktualisieren muss man wirklich regelmäßig machen. So auf einigen Plattformen war es mal dringend nötig, auch wieder was zu schreiben. Und das sollen wir jetzt so in den nächsten 10 Minuten tun. Harald, vielleicht kannst du in bewährter Weise wieder ein bisschen Hintergrundinfos dazu geben, überhaupt Hintergrundinfos zu Profilen im Netz, und wir versuchen mal rauszukriegen, wo wir denn überall präsent sind und wie unsere Profile aussehen. Nee, können wir gerne machen. Ich mache vielleicht eins dazu und ja, also wie gesagt, ich habe da auch noch das Problem mit, das schaut immer gleich arrogant aus oder sowas. Ich poste jetzt einfach mal mein About Me unten in der Diskussion, und wenn ihr da runter scrollt, nicht bis ganz runter, sondern so am Ende von der Textzeile, das sind so meine Profile alle. Da ist auch nicht alles aktuell, aber einfach mal, dass wenn ihr da einfach mal drüber schauen wollt oder sowas, wie die vielleicht unterschiedlich auch aussehen. Hintergrund von den Profilen, also so einfach meine Erfahrungen damit. Es gibt einfach bestimmte Plattformen, die sind, würde ich sagen, sehr, sehr allgemein gut genutzt. Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Das heißt, es gibt, wenn man jetzt bei mir auf der Seite oben anfängt, es gibt diese Seite About Me. Das ist eine internationale Seite, wo man sich quasi eine Visitenkarte einrichten kann. Die automatisch holt sich die, wenn man irgendwo einen Blog oder sowas hat, dann die letzten Updates. Also damit muss man sich eigentlich gar nicht recht viel befassen. Aber dieses About Me kann man sich eine E-Mail-Signatur zum Beispiel reinmachen und hat dann einen professionellen Auftritt mit den Daten, die man halt zur Verfügung stellen will, mit einem in der Regel auch sehr schönen Link, der da dabei ist, weil About Me versteht man international eigentlich relativ gut und funktioniert auf Webseiten, auf E-Mail-Signaturen und so weiter. Aber man kann sich da drin auch vernetzen und alles Mögliche machen. Das nächste ist Twitter. Twitter nutzen wir, glaube ich, jetzt hier im WOL-Circle, im Cola Nook natürlich sehr, sehr stark. Antje wird immer begeisterter von Twitter. Unser Ziel ist es ja, sie irgendwann da so richtig zu engagieren da drin. Da machen wir dann unser Review, machen wir dann so Richtung Ende der Circles hin. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, auch wenn es noch nicht ganz hundertprozentig gelungen ist uns. Das ist im Endeffekt eine Austauschplattform. Ich denke, das Profil da drin ist sehr überschaubar. Man hat ein Profilfoto, man hat ein winzig kleines About Me, was in der Regel auch nicht länger sein sollte wie also ein Satz oder vielleicht 10 Worte, weil mehr wird eh nicht richtig angezeigt. Weil das Ganze nennt sich dann auch Bio, also Biografie. Man kann ein paar Links hinterlegen, eigentlich einen, glaube ich, oder zwei, und dann war es das schon. Hintergrundbild geht noch. Dann haben wir Facebook. Facebook ist klar, das, Bei ja. Twitter, ich habe da jetzt zum Beispiel kein Motto stehen. Irgendjemand hatte mir mal gesagt, ein Motto wäre. Oder dass man halt selbst, da ist zwar nur wenig, aber dass man das ein bisschen auffrischt, dass Ja. das sehr hilfreich sein könnte. Ich guck mal, was du Ja, eigentlich auf deinem. auf jeden Fall, weil das, also Twitter ist halt eine Geschichte, du hast eigentlich nur ein Bild und du hast einen Namen und du hast dann irgendwelche Posts. Das heißt, wenn Nee, man du mit hast die deinem. Hashtags zum Beispiel, digitale Transformation und so Genau. weiter. Da.
Ich sage nicht, dass es so gemacht werden muss. Das ist einfach jetzt das, was mir am besten gefällt. Also ich möchte den Leuten halt mit ganz, ganz wenigen Filterworten sagen, um was geht's bei mir. Also das soll dann auch irgendwie so ein bisschen natürlich mit dem korrespondieren, was man so postet. Aber ich muss denen, die mich finden, die meinen Namen finden, natürlich irgendeine Möglichkeit geben zu sehen, ja, wenn ich dem folge, was kriege ich denn dann? Und daher sollte man da vielleicht eins, zwei, drei kleine Sachen ja, über sich schreiben. Facebook ist das größte Netzwerk überhaupt. Gibt es viele, die haben Privacy-Probleme damit, aber dann brauche ich jetzt nicht so viel dafür sagen. Ich würde nur eins, was ich da gelernt habe bei vielen, vor allen Dingen bei älteren Leuten in den Profilen, dass wenn man bei Facebook startet, kriegt man relativ viele Fragen gestellt. Also ob man verheiratet ist und was die Lieblingsmusik ist und lauter solche Fragen. Was wir gelernt haben, dass viele ältere Leute das wirklich sehen als so einen Fragebogen vom Einwohnermeldeamt. Mit dem Gefühl, ich muss das alles ausfüllen und hören dann nach der zweiten Frage auf, das auszufüllen, weil sie sagen, Moment mal, das will ich alles gar nicht hergeben, diese Information. Und man muss bitte den Leuten wirklich alle ganz klar sagen, da muss nichts, aber schon überhaupt gar nichts davon ausgefüllt werden. Das ist alles freiwillig. Und ja, je mehr ich da natürlich konkret werde, was mich interessiert, umso besser kriege ich natürlich auch Leute angeboten, die dazu passen. Also das hat einen Vorteil für mich, wenn ich das tue. Andererseits hat das natürlich ganz, ganz viel mit Privacy zu tun, also was ich da wirklich von mir geben will. LinkedIn und Xing, würde ich sagen, sind für Businessleute die zwei relevantesten Netzwerke. Da sollte man auf jeden Fall, in meinen Augen auf jeden Fall ein Profil haben. Xing mehr für die deutsche Gegend. Also ich hoffe mal drauf, dass da irgendwann nochmal die große Idee hat, da wirklich auch nochmal einen größeren Mehrwert zu erzeugen. Im Moment überholt da LinkedIn sehr stark. Also LinkedIn hat viele verschiedene Apps zu verschiedenen Werkzeugen, also von Slideshare für Präsentationen, ein Berufsnetzwerk für Recruiting. Also da gibt es ganz, ganz viel. Machen die da vor allen Dingen auch LinkedIn Deutschland. Also vorher war LinkedIn ja international, jetzt ist es sehr, sehr stark auch auf dem deutschen Markt unterwegs. Der Amerika-Chef war, ich war bei der Öffnung von Deutschland auch mit dabei und hat der Amerika-Chef gesagt, werde ich nicht vergessen, den Satz, wer in der Welt erfolgreich sein will, muss in Deutschland erfolgreich sein. Also wer mit so einem Satz natürlich in Deutschland sowas aufmacht, der hat entweder gut Marketing gelernt, aber das, was die da wirklich auch investieren, ich habe das deren Office natürlich auch gesehen und so, das ist schon beeindruckend. Die haben einen eigenen Redakteur eingestellt, speziell für deutsche Meldungen auf LinkedIn Pulse, das ist deren News-Kanal. Also das ist auf jeden Fall wert, da drin sichtbar zu sein. Ich mache es jetzt ein bisschen schneller bei den anderen. Google Plus ist gefühlt ein Google-Netzwerk, also da sind viele drin, aber also ich versuche es immer wieder, aber so richtig, ja, es ist auch ein gutes Netzwerk, aber da muss man schon eine Usergruppe finden oder wenn man mit Leuten unterwegs ist, die alle da drin sind, dann macht es sicher viel Sinn. Flickr ist eigentlich nur für Bilder zum Tauschen, YouTube, also nicht nur, aber wer irgendwas mit Fotos und Bildern machen will, da kriege ich einen Terabyte oder sogar unbegrenzt Speicherplatz für extrem wenig Geld. Ich kann auch entscheiden, dass ich die alle nur für mich habe. YouTube kennt, glaube ich, jeder. Sollte man vielleicht auch sich überlegen, ein Profil zu haben. Warum? Weil ich dann nämlich wirklich, ich habe eine Historie von den Filmen, die ich angeschaut habe. Ich kann mir Kanäle anlegen von Filmen, die mich interessieren. Ich kann die in Kategorien einsortieren. Ich kann genauso wie bei Podcasts auch bestimmten Leuten und Kanälen folgen. Also ich kriege einfach Ordnung rein in diese ganze Menge an Videos. Also mir hilft es sehr viel, auch wenn man selber gar keine Videos produziert. Wenn man selber welche produziert, wird es natürlich unerlässlich. Delicious, glaube ich, ist inzwischen tot. Das war sowas wie Bookmarking, Social Bookmarking. Pinterest ist eine, ja gut, also durch die ganzen anderen möchte ich jetzt vielleicht gar nicht mehr durchgehen, weil sonst ist es zu lang. Vielleicht noch ein Punkt, was die Profile jetzt mit Working Out Loud angeht. Meine Einstellung, ich versuche überall das gleiche Foto drin zu haben, dass wenn mich einer an einer Stelle findet, dass er mich dann auf der anderen Seite wiedererkennt. Ich versuche aber schon in den verschiedenen Netzwerken zielgruppenrelevante Biografien oder Dinge zu haben. Also ich habe auch in Xing jetzt nicht natürlich vom Lebenslauf was anderes stehen, aber die Art und Weise, worauf ich Wert lege, was ich reinschreibe, ist schon unterschiedlich. Also ich habe in Facebook sehr viele tiefe Diskussionen. Ich nutze Twitter für Protokolle und für auch ein bisschen Bewerbung und sowas der anderen Kanäle. Ich nutze LinkedIn wirklich als Business-Netzwerk und da kommt das rein, was ich wirklich will, dass auch meine Firmenkollegen mitkriegen und so weiter. Also da gibt es sehr viele unterschiedliche Nutzungen von den Tools und das sollte sich in meinen Augen ein bisschen auch im Profil dann wiederfinden. Also wenn man überall das komplett gleiche Profil drin hat,
ist das wahrscheinlich nicht verkehrt. Aber es lädt die Leute auch nicht dazu ein, von einem zum anderen Kanal zu gehen. So, also das ist jetzt mal so grundsätzlich über verschiedene Plattformen und Profilen. Ich hoffe, dass das ein bisschen was geholfen hat. Und wenn es spezielle Fragen gibt, einfach fragen danach dann. Ja, schönen Dank. Mir ist gerade aufgefallen bei deiner Aufzählung, ja, es gibt noch mehr Plattformen, wo man hingucken muss. Auch YouTube hätte ich jetzt überhaupt völlig übersehen. Muss ich auch noch mal schauen, wie ich denn da dargestellt bin. Denn es ändert sich dauernd was. Und das Problem ist, das überall nachzuhalten, macht man nicht so systematisch. Deshalb ist es klug mit deiner About Me-Seite, dass man die überall hin verlinkt. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr irgendwas entdeckt, was Interessantes? Oh, Winfried, wir hören dich nicht. dein Mikrofon ist ausgeschaltet, Winfried. Cloud, ist das eigentlich für dich ein Jetzt. Thema? Weil wir hatten hier im Kommentarbereich vom Volkmar Thema Cloud. Ich bin ja vom so ein bisschen zum Cloud-Skeptiker geworden. Weil ich halt gesehen habe, wie wichtig zum Beispiel Instagram für Cloud ist. Und dann dachte ich, kann mich ja letztendlich nicht über die Menge der Fotos, die ich da reinstelle, profilieren oder definieren. Nee, also ich bin ja da damals bei deiner Erkenntnis, sage ich jetzt mal, auch mitgegangen. Ich habe seitdem mit Cloud eigentlich relativ wenig noch gemacht. Ich hatte große Hoffnung, dass es mal ein transparentes Netzwerk gibt, wo ich einen gewissen Reifegrad der digitalen Welt ablesen kann. Das fände ich sehr sinnvoll. Aber die Art und Weise, wie Cloud es halt intransparent schon seit einigen Jahren macht, die ist halt nicht wirklich gut. Und ich sage jetzt mal, für den einen ist es irgendwie so die Schulterklappen, oh, ich bin über 70 oder sowas oder ich bin über 80, was dann eher so, keine Ahnung, Robbie Williams war oder so. Aber also für mich ist es nicht die richtige Lösung. Für Working Out Loud, glaube ich, hat es auch keinerlei Nutzen. Also das ist eher so Ja, das Posing dann. stimmt. Dafür ist es zu content-schwach, weil es letztendlich nichts anderes macht als den Score und dann noch ein paar Tags letztendlich. Aber Genau. eigentlich müsste LinkedIn das entsprechend besser machen, diese Profilierung, als sie es vielleicht jetzt machen. Ja, war ein guter Ansatz, aber haben den Business-Mehrwert oder den persönlichen Mehrwert einfach nicht geliefert. Und nur zu sehen, wie toll man ist oder welche Zahl man wieder hat oder sowas, also das gibt mir persönlich jetzt gar nichts. Also ich möchte, wenn dann, das nutzen können, um, ja, ich sage jetzt mal, den Leadership-Reifegrad digitale Welt zu haben oder sowas. Aber das leistet es nicht. Oder nicht in einer Art und Weise, wie es sinnvoll ist. Okay. Antje, ist dir noch irgendwas aufgefallen in deinen Profilen? Außer dass ich überall andere Fotos habe, ist das wahrscheinlich nicht so geschickt, genau. Und dass ich dachte, auch die Vielfalt macht es ja, aber irgendwie, ja, also und dass man natürlich wirklich immer dran sein muss. Tools wäre noch ein spannendes Thema bei so einem Profi wie Harald zum Beispiel. Also Tools. welche Tools, also alle von HubSpot über, es gibt ja diverse Tools, die einem unterstützen, Buffer und so weiter, dass du frühmorgens um 4 Uhr nachts deine Sachen einstellst und die dann über den Tag benutze gar nicht. Nein, Das also ich habe drückt mir die mich alle richtig. angeschaut. Ich habe mir die angeschaut. Ich habe die, also Husin, und da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene, Genau. die da helfen, die vielen Kanäle alle zu managen. Aber es hat letztens, glaube ich, auch im MOOCathon hat es eine Diskussion gegeben. Da war der Simon auch mit dabei, wie er jetzt seine Podcasts quasi dann mit einer automatischen Message an sein Netzwerk oder an diejenigen, die in dem Podcast genannt werden, dann auch weitergibt. Da gab es ein bisschen eine Diskussion über dieses Template und so weiter. Ich bin natürlich, weil ich Manager Digital Transformation und Chain, ein großer Fan von Automatisierung. Aber ja, Social Media Profile und der Kontakt mit Menschen, also den möchte ich nicht automatisieren. Also wenn ich dir eine Recommendation schicken will, dann werde ich mich hinsetzen und werde die schreiben. Und Vielen vielleicht auf dem Dank, Handy, Harald. vielleicht auf dem Rechner oder sonst wo, aber die kriegst du dann von mir persönlich. Ja. Und nicht von irgendeinem Bot, der sich aus irgendwelchen Dingern irgendwas zusammenbaut, weil es einfach gerade fällig war. Oder irgendwie, von dem hast du schon lange nichts mehr gehört. Also ich habe auch einige Male so Twitter, gibt es ja ganz viele so Apps, die dir dann automatisch, die dich erinnern, hey, da hast du jetzt den schon lange nicht mehr oder der hat dich jetzt dreimal hintereinander, willst du ihm eine automatisierte Nachricht oder Dankeschön schicken? Ach, nee. Nee, Ja, also. spannend, weil ich benutze sie auch nicht, hatte mir die auch angeguckt, aber fühlte mich da eigentlich unter einem Handlungsdruck,
Weil ich dachte eigentlich, dass ich über Digitalisierung spreche und gerade in dem Bereich nicht die ganze Klaviatur aller Tools spiele. Also insofern finde ich das ganz tröstend, dass du das auch nicht tust. Ja. Ich bin am Überlegen, ich habe einen so ein Bot laufen, das ist, wenn mir jemand auf Twitter folgt, dann kriegt er sofort eine Meldung, vielen Dank fürs Folgen und sowas. Also das schon, aber ich bin jeden Tag am Überlegen, ob ich das Ding ausschalte, weil das ist auch, klingt, fühlt sich auch wie Spam an irgendwie. Das ist ja kein echtes Willkommen, schön, dass du da bist, sondern echte Anerkennung. Das ist einfach nur Empfangsbericht, Sie haben den richtigen Knopf gedrückt. Ja. So, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir sollten zur nächsten Übung kommen. Übung 3 für heute, aktualisiere deine Online-Präsenz. Und dafür sollen wir uns jetzt ein bisschen Zeit nehmen. Und der Tipp von John Stepper ist, ein Profilbild, auf dem man lächelt und in die Kamera schaut, eine Headline oder kurze Beschreibung, wer man ist, und eine Zusammenfassung. So, wir schauen mal wieder so ein bisschen, was wir für uns persönlich tun können. Und vielleicht, Harald, kannst du so ein bisschen noch ergänzend dazu beitragen. Vielleicht fange ich mit dem Foto selber an. Ich habe natürlich auch so ein bisschen Hintergrund mit Fotografie, über lange Jahre hinweg auch als Fotograf gearbeitet. Und von daher habe ich natürlich zwei Perspektiven. Den einen, ich schaue mir Bilder von anderen Leuten an, und zum anderen überlege ich mir, was könnte man da vielleicht auch anders oder besser machen. Das Foto ist ein sehr, sehr präsentes Aushängeschild für die Person und die Persönlichkeit. Also ich würde mir wirklich die Zeit mal nehmen, vielleicht auch im Internet mal zu recherchieren, was bedeuten denn welche Arten von Positionierung im Bild? Also wie sieht mein Profilbild aus? Ist es ein Frontbild? Ist es ein Seitenbild? Ist es ein Comic? Ist es irgendwas hoffentlich Legales? Comics sind in der Regel nicht legal. In welchem Raum lasse ich mich fotografieren? Ist es ein, oder habe ich ein Foto? Ist es ein Partybild, was ich mit dem Handy ein Selfie gemacht habe? Oder ist es irgendwas, wo ich wirklich in einer Lokation bin, mit der ich in allen sozialen Profilen sichtbar sein will? Also ich würde mir ganz ehrlich wirklich richtig gute Gedanken drüber machen, was ist es für ein Bild? Man kann jeden Schnappschuss reinstellen, das ist keine Frage. Nur wenn man auf LinkedIn natürlich auf Jobsuche ist, wenn man ein professionelles Netzwerk aufbauen möchte, wenn man zu einem bestimmten Thema sichtbar werden will, wenn man auch eine Aussage machen will mit dem Foto. Also zum Beispiel, ich habe ein Foto mit einem Mikrofon vor dem Mund, dann macht das natürlich eine andere Aussage, als wenn ich mit dem Strohhut mit Bandita Coco in der Hand irgendwo in der Südsee sitze. Also das Foto hat eine riesengroße Aussagekraft. Kein Foto hat eine noch größere Aussagekraft. Also ich hatte es einmal auch erlebt, da war ich mit jemandem über 2 Jahre schon auf Twitter unterwegs und quasi eine Freundschaft, ein sehr, sehr guter Austausch gewesen. Und ich habe den noch nie persönlich kennengelernt. Und irgendwann war ich auf einer Konferenz und dann kommt einer zu mir her und ja, also das finde ich jetzt nicht so in Ordnung, dass du da jetzt so überhaupt nicht zu mir herkommst und so. Und ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Und irgendwann hat sich dann rausgestellt, dass das genau der ist. Und dann habe ich gesagt, du, das ist relativ einfach. Dein Profilbild ist ein Zeichen. Ich habe dich noch nie gesehen. Wie soll ich dich erkennen? Also wenn ich möchte, dass mich jemand in einem realen Leben natürlich auch dann mir begegnet, dann sollte vielleicht das Profilbild auch dieses ermöglichen. Also halbwegs aktuell sein, in Form von Augenfarbe, Haarlänge, keine Ahnung, Brille. Und auf der anderen Seite auch überhaupt vorhanden sein. Also das hilft dann schon sehr, sehr viel. Und wie sympathisch jemand ist, es kommt natürlich über das Profilbild rüber. Und ich habe mir irgendwann gesagt, also selbst wenn ich selber Fotograf bin und ich glaube auch ab und zu mal ein gutes Foto hinkriege, aber ich bin dann irgendwo hingegangen, ich habe da meine 300-400 Euro bezahlt und habe gesagt, ich möchte ein richtig gutes Profilbild haben. Und das habe ich dann durch meine ganzen sozialen Kanäle gejagt. Und ich behaupte jetzt mal, dass das einen Unterschied macht. Also wir reden jetzt nicht von irgendwie so High-Glamour-Foto, aber einfach von einem professionellen Foto, das wirklich das aussagt, was man haben will. Und dann, wenn ich mit dem Foto soweit bin, müsste man sich halt hinsetzen und überlegen, ja, was will ich denn? Wofür möchte ich stehen in meinem Leben? Das hat mal einer gesagt, was soll auf meinem Grabstein mal stehen, wofür er gelebt hat oder sie? Aber ich glaube, es... Oh. Bist du weg? Wir hören dich jetzt nicht mehr. Harald? Eingefroren, der Harald. Genau. Dein Ton ist weg. Dein Bild auch. Ich habe mir gerade sein Foto angeguckt, ist aber wirklich schön.
Ja, es ist faszinierend bei ihm. Er hat ja völlig recht, ne? Er gewinnt durch Ich habe sein einfach ein Foto auch. Foto, das jemand mal von mir gemacht hat auf einer Konferenz, einfach weiterverwendet. Aber vielleicht muss man das wirklich. Ja. Also ich hab auch sehr viel bezüglich Fotos ausprobiert und habe dann auch wirklich jetzt für meine neue Seite komplett 2 Tage lang jemanden, der mich begleitet hat. Und der Witz war, dass die richtigen guten Fotos, also das mein Hauptfoto, was ich jetzt am besten finde, ist wirklich, glaube ich, das letzte Foto gewesen, weil ich da so entspannt war. Auch jetzt haben wir es bestimmt im Kasten. Wenn ich mir vorstelle, dass da vorher wie viel Schrott da rausgekommen ist. Also, ja. Also, das ist immer schon, ich finde Fotos machen einfach mega Stress. Naja, das stimmt. Das ist auch nicht ganz einfach. Also bis auf dieses Foto, das eigentlich mir per Zufall entstanden bin, war ich da auch nie so richtig zufrieden. Und warum hast du eigentlich BioLeg auf deiner Facebook-Seite? Weil ich ihn damals interviewt habe. Ich war ja Ach, mit das ist, 17. ach, das bist du. Also, Ja, das habe genau. ich dann angenommen. Okay. Ja, also da findest du auch Johannes Rau und viele andere, die ich Ah, damals, okay. Ja. genau. Ich sage, ich habe mit 17 so viele Promis getroffen, dass ich danach kein Bedürfnis mehr hatte. Ne? Ist tatsächlich, also wir hatten damals eine Schülerzeitung und das war echt witzig, wie wir da an Kontakte dann doch am Ende relativ gut rangekommen sind. Und BioLeg war echt interessant, weil wir haben gar nicht über Medien, wir haben über Katholizismus gesprochen, Jura und die Beziehung zum Vater. Ne? Das bist, ja, ich habe mir das dann schon gedacht, dass du das da an der Seite bist, aber. Ja, das volle Haar irritiert, aber es gab eine Zeit, es gab eine Zeit vor der Knappheit. Okay. Okay, also Profilbild, ich glaube, da hat der Harald viel zu gesagt. So eine kurze Headline, so ein paar Worte zu einem selbst, ist ja auch immer Genau. schwierig, ne? Was Oder sagt man da? Slogan zum Ja. Beispiel. Was setzt ihr denn als Slogan rein? Also ich habe ja Mut und Haltung für das neue Arbeiten. Das ist jetzt auch ja die Positionierung, weil ich letztlich das auch, weil es darum auch geht, eine veränderte Haltung zu haben, nicht zu trainieren, irgendwie im Sinne Verhalten zu trainieren, sondern eine Haltung einzunehmen. Und Mut ist sowieso das, was mich persönlich auszeichnet und würde ich mal sagen, oder was ich oft war im Leben oder bin und was ich auch finde, wir in der heutigen Zeit auch noch jede Menge brauchen können. So, jetzt ist Harald wieder übrigens. Also was zum Beispiel in der Aufzählung meiner Meinung nach auch ein bisschen fehlt, es gibt ja die sozialen Kanäle, aber es gibt gerade jetzt auch ganz spannend die offenen Medienkanäle. Also und das finde ich zum Beispiel ist auch eine Chance, die man nutzen sollte. Also LinkedIn Pulse, Huffington Post, Computerwoche und also wenn man letztendlich auch mal selber was über sich veröffentlicht, so wie man es früher auf Slideshare die Folien präsentiert hat. Finde ich, sind das nochmal ganz spannende Kanäle, auch da präsent zu sein. Hat Also, man weil da jedes hat so sein, ja. eigentlich ein Profil auf den Kanälen? Auf Ah. den Kanälen hast du auch ein Profil. Genau, das ist jetzt bei der Huffington Post, bei Ich bin LinkedIn wieder Pulse da. ist einfach dein LinkedIn-Profil, aber bei der Huffington Post, ist es so, das ist ein relativ überschaubares Profil. Aber das Spannende ist halt, dieses Profil ist dann halt vernetzt mit den Veröffentlichungen, die du da hast. Aber ich Harald, ich dachte, hatte gerade gesagt, Huffington muss man ja, irgendjemanden haben, der einen da mit reinholt. den hast du, Harald. Und ihr auch. Ich bin für euch da. Aber ich glaube, man kann sich sogar eigentlich einfach da bewerben. Dadurch, dass wir mittlerweile das Huffington Post-Team ganz gut mit zusammenarbeiten, ist es manchmal ein bisschen schneller. Aber ich glaube, du kannst, Huffington ist eigentlich eine offene Plattform. Und auch Computerwoche, LinkedIn Pulse und so weiter. Genau. Und manchmal ist es einfach nur ganz gut, wenn man ein bisschen schnelleren Zugang hat, weil es irgendwelche persönlichen Beziehungen gibt, wie immer im Leben. Aber zum Beispiel, wir denken bei Netzwerken und Profilen immer nur an diese Netzwerke, aber die anderen sind eigentlich auch ganz spannend. Absolut. Ja, danke für den Hinweis. Wobei ja die Puls und so weiter, die greifen ja auf das Profil von LinkedIn zurück. Genau. Wie ist das überhaupt? Das habe ich mich heute mal gefragt. Heute Morgen war so ein Bericht auf Xing News von jemandem, der irgendwie die Gallup-Studien zum Beispiel also dann meinte irgendwie, dass die Bindung gar nicht so relevant war. Also das, was er dann geschrieben hat, also da wäre jetzt so ein spontaner Impuls von mir gewesen, dazu was zu sagen, weil ich das ein bisschen anders sehe. Und wie kommen aber die Leute dazu, dass man diese Profile da oder diese Beiträge da veröffentlicht? Wisst ihr das? Also es gibt offene Netzwerke wie die Huffington Post oder LinkedIn Pulse. Ja.
Da musste nur irgendwann mal entdeckt werden oder du musst denen Bescheid sagen. Bei Sync, glaube ich, die haben sich teilweise auch letztendlich bestimmte Köpfe selber ausgeguckt. Und dann bist du halt ausgeguckt worden oder nicht ausgeguckt worden. Ich weiß nicht, Harald, bist du oder Karl-Heinz, seid ihr auf Sync irgendwie Influencer? Ich habe das mal versucht, aber das, ich habe da auch mal Artikel geschrieben, aber wahrscheinlich waren die einfach nicht gut genug. Damit kann ich auch leben. Okay. Irgendwann, Harald, wenn du deinen 523. Preis gewonnen hast, dann stellst du dich dahin und sagst, und ich erzähle euch nichts. Darfst du mal so einen Song von den Ärzten, oder? Ja, genau, wenn ich mal. Okay, also ich würde mal wieder zurückkommen wollen zu unserem Thema. Harald, vielleicht kannst du uns ein bisschen was so über Hettler, ein kurzes Statement sagen, wie man so, da hast du bestimmt ein bisschen Erfahrung, was man da so am besten schreibt, ist ja ein bisschen schwierig, immer so in drei Worten oder in einem Satz zusammenzufassen, wie man sich darstellen möchte. Ja, ich hatte es vorher ja mal versucht, so ein bisschen auch schon anzudeuten. Also, wofür stehe ich? Was möchte ich erreichen? Was ist mein Ziel? Also, wenn jemand gerade auf Jobsuche ist zum Beispiel, könnte ja durchaus da was drinstehen, was in die Richtung des Jobs hindeutet. Also zum Beispiel, was man besonders gerne macht oder was man schon gemacht hat. Also ich habe bei mir über meine Webseite irgendwann mal drüber geschrieben, es ist weniger wichtig, was du machst, sondern wie du es machst. Das ist natürlich jetzt für den einen oder anderen eine Plattitüde wahrscheinlich. Für mich ist das im Endeffekt ein Programm. Also du kannst mir morgen ein neues Hobby geben und ich werde dieses Hobby wahrscheinlich auf eine ähnliche Art und Weise machen, wie ich heute meine Arbeit oder auch meine anderen Sachen mache. Mhm. Also für mich ist das etwas, was, glaube ich, für mich spricht, dass ich mit einer bestimmten Art an Dinge rangehe. Und da habe ich mir dann entsprechend Sätze gesucht. Mhm. Ich erlebe das auch ganz häufig, dass Menschen das machen, dass sie sich quasi Sätze suchen von irgendwelchen Prominenten, wenn einem selber nichts einfällt. Keine Ahnung, Einfachheit ist das Resultat von Reife, von Schiller, das gefällt mir ziemlich gut. Jetzt kann man drüber schreiben, wenn man sagt, man ist jemand, der wirklich einen großen Wert drauf legt, verständlich zu sein zum Beispiel. Oder wenn man sagt, man ist jemand, der in einem bestimmten Mindset unterwegs ist. Also ich nehme jetzt einfach die Sätze, die mir so besonders gut gefallen. Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden, sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen. So von Beuys. Also das heißt im Endeffekt, da sitzt wahrscheinlich jemand dahinter, der gerne gestaltet. Also der lässt sich vielleicht auch nicht gerne ausbremsen. Mhm. Oder so der typische Change-Manager-Spruch, love it, leave it, change it. Mhm. Das sind natürlich jetzt eher platte Sachen oder nicht platt, die sind ja schon von wichtigen Leuten irgendwann mal gesagt worden und werden extrem oft zitiert. Aber das ist eine Möglichkeit, wenn einem nichts einfällt, da so mal ranzugehen. Und wenn man dann aber wirklich mit einem Profil was erreichen will, und das ist, glaube ich, auch ein Weg, man muss da jetzt nicht am Anfang gleich mit dem großen Satz kommen, der sofort die Welt erklärt, sondern vielleicht einfach nur, ich bin neugierig auf Punkt, 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 mein Thema. Oder ich freue mich über. Also, dass man wirklich so eine leichte Ansprache mal reinschreibt und dann mal schaut, was passiert. Und wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, also man kann sich das entweder technisch so als einen Reminder setzen, dass man sagt, ich alle drei Monate schreibe ich mir einen Kalendereintrag, schau mal auf deine Profile drauf und dann überlege ich mir, was ist denn heute mein Satz? Es gibt ja so Lebensphasenmodelle, dass man eigentlich also alle 7 bis 10 Jahre da in verschiedene andere ein anderes Mindset kommt, da sind einfach andere Dinge wichtig. Also spätestens, wenn man in so langfristigen Zeiträumen denkt, sollte man auf jeden Fall mal seine Ziele und seine Taglines da entsprechend updaten. Was spannend ist, Harald, ich mache das zum Beispiel gar nicht. Ich habe total statische Profile, alle 5 Jahre ändere ich die mal. Mhm. Aber die Frage ist zum Beispiel, ob es Sinn macht, Profile zu ändern, weil dann sichtbar wird, dass man Profile ändert. Ja, also was ich damit sagen möchte ist, es wird ja dann in den Streams immer gesagt, Harald hat einen neuen Spruch. Ja. Natürlich kriegst du damit automatisch Aufmerksamkeit, nämlich von natürlich denen, die das letztendlich mitbekommen. Das ist mir jetzt eigentlich erstmal so bewusst geworden, dass wenn es sonst keinen anderen Sinn gäbe, zumindest das ein Sinn wäre, dass man das tatsächlich auch fast als Twitter-Kanal quasi auf LinkedIn oder auf Sing, indem man seine Profile da ändert. Also ich gebe euch mal einen kostenlosen Tipp, wenn ihr da mal irgendwo unterwegs seid. Also es gibt inzwischen immer mehr Services, immer mehr Startups, die Recruiting automatisiert anbieten. Und die machen nichts anderes, ob die da einen Watson dafür verwenden, also so ein bisschen Artificial Intelligence oder auch andere Möglichkeiten, die sind an alle Netzwerke angedockt. Und der erste Filter, den die anwenden, ist, wie aktuell
Schrägstrich, wie oft abgedatet wird ein Profil. Das heißt, eine der ersten Filter, wo ihr rausfallt, ist, wenn euer Xing- oder LinkedIn-Profil länger als 2 Monate nicht aktualisiert worden ist. Das heißt also, wer präsent da sein will bei Recruitern und bei Headhuntern, der muss sein Profil regelmäßig und ständig quasi aktualisieren. Also das mal so als kleiner Hintergrund, und es wird inzwischen toolmäßig, Roboter, botmäßig schon ausgefiltert. Nummer 2 ist, was ich im beruflichen Kontext mache, im Enterprise Social Network, ich habe meine Tagline in der Firma, die ändere ich teilweise täglich 3-4 Mal. Warum? Weil die Tagline immer und überall mit dabei steht. Das heißt, das ist der perfekte Werbekanal zur Person. Das heißt, wenn ich irgendwo bin, wenn jemand meine Abwesenheitsmeldung kriegt, steht unten drunter meine letzte Post oder meine letzte Tagline. Und deswegen nutze ich die, um zu zeigen, hey, ich bin gerade da, ich bin gerade hier oder ich mache gerade das oder schaut mal hier vorbei. Also das ist eine Möglichkeit wirklich, braucht natürlich ein bisschen ein Netzwerk, dass das auch funktioniert. Also mit 5 Followern braucht man das nicht anfangen. Aber wenn man was bewegen will, dann macht das Sinn. Ich bin im Internet ein bisschen vorsichtiger damit, weil ich habe eine Familie und ich muss jetzt nicht unbedingt jedem sagen, ich bin jetzt 3 Monate hier und jetzt bin ich 3 Tage in Berlin und jetzt bin ich in Amerika und jetzt bin ich in China. Also im Firmenkontext, das sehe ich als einen gewissen geschützten Rahmen, da mache ich das. Im Internet bin ich damit ein bisschen vorsichtiger, je nachdem, wo ich da unterwegs bin. Aber ja, diese Tagline, diesen kleinen Satz, ob das die Bio in Twitter ist oder ob das in LinkedIn dieser kleine Satz ist, der immer angezeigt wird. Also auch wenn man mit der Maus oft drüber fährt in sozialen Netzwerken, wird ja irgendwas angezeigt. Und das steht immer überall dort. Also da sollte man sich wahrscheinlich schon so den einen oder anderen Gedanken machen. Und es gibt da auch ganz coole Leute, die da auch Botschaften reinschreiben, die dann also echt animieren, so jemanden dann auch anzusprechen. Oh, da tun sich ja ganz neue Welten auf. So habe ich das überhaupt noch nie gesehen. Aber das kostet natürlich auch Zeit. Das ist natürlich, also wenn du sagst, doch alle 2 Monate müsste man sein Profil verändert haben. Nicht der Otto-Normalbürger, der jetzt einmal im Jahr in Xing nachschaut, ob er neue Freunde hat oder sowas. Also das macht natürlich keinen Sinn. Man muss sich schon überlegen, was will ich erreichen? Und wenn ich jetzt mein Netzwerk aufbauen will, ist das eine andere Frequenz, die ich dann in diesem Tool haben werde, als wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, einfach nur mich mit den Leuten, die ich halt kenne, irgendwie vernetzt bleiben will. Also das quasi als mein Adressbuch verwende. Wenn ich einen Job suche, dann muss ich halt wissen, okay, Jobsuche heißt, also irgendjemand sollte wissen, dass ich suche. Und ich muss ja nicht sofort klicken, ich suche einen Job, sondern die Suchmaschinen, die gehen automatisch davon aus, wenn sich jemand um sein Profil kümmert, scheint er Interesse daran zu haben, dass jemand das mitkriegt. Also das ist ja eigentlich eine relativ gute Logik, weil sonst würde man die Zeit ja nicht investieren. Also wenn ich keinen Bedarf habe, dann muss ich auch nichts aktualisieren. Wenn ich mir eine Online-Reputation aber aufbauen möchte, dann wäre es, denke ich, schon sinnvoll, dass die Kanäle aktualisiert sind, dass die Profile da sind und dass man da auch ab und zu sieht, der Mensch lebt noch. Oh ja. Ja, das war ja eine interessante Ergänzung. Wir müssen jetzt trotzdem weiter zur nächsten Übung gehen. Nächste Übung ist überschrieben mit Können wir Freunde sein? Und John Stepper bittet uns jetzt ganz konkret in unserer Liste Leute rauszusuchen, mit denen wir jetzt einen Kontakt aufbauen wollen und natürlich mit ein paar Worten, mit ein bisschen Text, was die Person dann auch angenehm empfindet und ihre Aufmerksamkeit erregt. Wir arbeiten wieder und du kannst dir vielleicht wieder ein bisschen dazu erzählen, Harold. Ich finde das sehr angenehm übrigens. Das hat so Kaffeehausatmosphäre. Man arbeitet dann an seiner Arbeit und der Harald ist so als unser Begleiter. Ja, ich hoffe, dass das also auch irgendjemandem was bringt, was ich da alles von mir gebe. Also wie gesagt, ich verbreite hier keine Wahrheiten, sondern ich versuche einfach nur meine Perspektive auch damit einzubringen. Ja. Meine Erfahrung, die ich da sammle. Also ja, daher mir hilft es sehr, sehr gut. Also was mich sehr freut, und das ist bei Xing, glaube ich, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, aber ich habe es bei Xing noch nicht gesehen. Wenn ich mich bei Xing mit jemandem vernetzen will, dann kann ich maximal klicken, ich will mich vernetzen. Ich darf dem nicht meine Nachricht schreiben, weil das Nachrichtschreiben ist schon Bezahlcontent. Und das finde ich halt eigentlich total unmöglich, weil Höflichkeit sollte jetzt nicht irgendwie ein Konsumgut sein. Mhm. Also das ist für mich eines der größten Kritikpunkte, die ich bei Xing habe, dass ich eigentlich die bezahlte Mitgliedschaft habe, um anständig mich mit irgendjemandem vernetzen zu können. Ansonsten muss ich einfach nur
einen Link schicken und hoffen, dass er dann Ja sagt. Und dann kann ich natürlich schon mit ihm austauschen. Bei LinkedIn haben sie das jetzt gerade aktualisiert. Das ist mir auch diese Woche aufgefallen. Ich habe ja gesagt, ich habe meine Kommentare, meine Kontakte auch wieder ein bisschen dahingehend versucht, mit Wertschätzung zu versehen. Noch nicht alle, Winfried, kommt noch. Genau. Ich sitze jetzt die ganze Zeit auf LinkedIn, du drückst auf aktualisieren, mein Profil. Und da ist mir aufgefallen, wenn man jetzt in LinkedIn eine Anfrage kriegt von jemandem, eine Freundesanfrage, dann drückt man Ja, bestätigen und dann geht sofort im Browser unten das Kommentarfeld auf und die Anfrage von der Person, wenn der oder diejenige auch was geschrieben hat, geht sofort auf. Das finde ich eine ganz schöne Sache. Das heißt, da kann ich dann wirklich sofort auch eine persönliche Antwort reinschreiben. Und das war vorher nicht so. Bei der mobilen App geht es schon so, da rutscht irgendwie so der Kontakt nach oben und da ist so eine kleine Sprechblase, da muss man ein bisschen schauen, aber da kann man dann auch gleich sofort einen persönlichen Kontakt hinterher schicken. Das geht, soweit ich es gesehen habe, nur bei Leuten, die mich einladen und in die Einladung aber auch einen Text reinschreiben. Also das finde ich einfach einen schönen ersten Kontakt. Andi, du möchtest was sagen? Nee, ich habe nur, hab nur festgestellt, dass ja ganz oft man einfach nur so angeklickt wird. Ja. Ich habe dann am Anfang immer, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich normalerweise sowieso wirklich nur jeden persönlichen Kontakt da annehme. Und habe aber jetzt bei LinkedIn, da wusste ich ehrlich gesagt nicht, weil ich das dann auch immer nur so angeklickt gekriegt habe, habe ich dann einfach nur zurückgeklickt. Also das ja, ist aber jetzt das ist neu. Das, was ja, genau, aber das ist ja das, was John Stepper im Endeffekt auch sagt und was ein wichtiges Thema, glaube ich, von Working Out Loud ist. Wir sind in einer Konsumgesellschaft, auch in den sozialen Netzwerken drin, dass man einfach, der eine geht her und sagt, so wie du, Antje, ich sage, ich möchte nur mit Leuten vernetzt sein, die ich persönlich kenne, bei mir ist das einfach wertvoll. Von daher möchte ich eine Qualität haben und keine Quantität. Ich habe irgendwann vom Jean-Paul Martin, Lernen durch Lehren, kennt der eine oder andere vielleicht, der hat irgendwann gesagt, nee, jeder Netzwerkkontakt ist wertvoll und wenn sich jemand die Mühe macht, sich mit mir vernetzen zu wollen, warum soll ich den zurückstoßen? Also das ist eine ganz andere Sichtweise nochmal, die war ich am Anfang etwas skeptisch und habe dann Mitte letzten Jahres gesagt, nee, ich will sowieso jetzt mal meine Netzwerke ausbauen, ich probiere das mal aus, wie viel Spam, wie viel Mist, wie viel Unsinn kriege ich da? Und ich muss sagen, das ist total überschaubar. Also es sind ganz, ganz wenige, die wir in dem letzten Call auch so besprochen, die dann sofort auf die Freundschaftsanfrage dann dir irgendeinen Spam hinterher schicken oder irgendwie so, ja, jetzt musst du aber meine Firma kennenlernen. Also klar, mit der Jobbeschreibung, die ich im Moment habe, mit der Firma dahinter, gibt es da schon einige, die dann natürlich Geschäft wittern. Aber da habe ich mir inzwischen, also nicht mein Standardsatz, aber da gibt es halt irgendwie so 5 Wörter, danke, sorry, bin busy oder ist nicht mein Thema, bin bis Ende 2018 beschäftigt, was ja echt so ist. Also dann ist keine Zeit bis Ende 2018. Naja, das ist die Projektlänge. Sorry, ich habe keine Zeit bis 2018. Das ist meine Projektlänge im Moment und das fordert mich ziemlich, dieses Projekt. Also von daher ist das absolut authentisch. Aber ich merke, das ist von ganz wenigen so. Und jetzt zurück zu dem Klick, Klick. Also der eine schickt mir was und ich sage ja und dann ist das Thema rum. Wenn man sich mehr Mühe gibt und ich merke, dass es mehr Leute werden, die dann sagen, ah, vielen Dank, dass Sie das akzeptiert haben. Ich würde mich so gern mal mit Ihnen austauschen. Hier ist meine Telefonnummer. Also oder jemand sagt, nee, ich folge Ihnen schon die ganze Zeit auf Twitter. Ich wollte jetzt einfach mal in persönlichen Kontakt auch gehen. Jetzt könnte man sagen, okay, der kennt Private Messages in Twitter nicht, aber das ist völlig egal. Also ich finde das eine persönliche Geste. Ich finde das eine Wertschätzung. Und wenn ich irgendwie das erübrigen kann, die Zeit dafür herzugeben oder zu investieren, ich habe ja in der Regel auch was davon, dann mache ich das auch, weil das einfach, das ist das, was Netzwerke eigentlich ausmacht. Mhm. Also dieses, können wir Freunde sein, da bin ich vorsichtig. Ich glaube, oder für mich ist es einfach irgendwann mal blöd übersetzt worden bei Facebook. Bei LinkedIn geht es ja definitiv erstmal nicht um Freunde, sondern da geht es um Geschäftskontakte, da geht es um Netzwerke und ich würde den Begriff Freunde da einfach nicht zu überstressen. Also für mich hat Freund schon eine relativ hohe Bedeutung, auch an persönlichem Kontakt und an gemeinsamer Lebensgeschichte und so weiter. Also von daher bin ich da ein bisschen vorsichtig, wenn ich jetzt jemanden habe, um mein WOL-Ziel zu erreichen, dann ist mein primäres Ziel jetzt nicht unbedingt mit dem ein Freund in meiner hohen Qualität, sage ich jetzt, mit meinem Anspruch zu werden,
sondern eigentlich zu sagen, nee, das ist jemanden, der interessiert mich, ich wertschätze den und ich hab Interesse an der Person und an dem, was er macht oder an dem, was sie macht. Und da gibt es für mich einfach einige Abstufungen inzwischen, ich sage jetzt mal irgendwie Lebenspartner, Freund und kenne ich nicht. Also da gibt es einfach für mich deutliche Schritte dazwischen. Und darum würde ich da einen anderen Begriff verwenden, sondern ich habe einfach ein großes Interesse an Menschen grundsätzlich. Und ich glaube, da, wo uns John Stepper auch helfen will mit Working Out Loud, ist dieses Interesse auch zu zeigen und dieses Interesse zu entwickeln. Also würde ich mich jetzt von dem Freundbegriff nicht abschrecken lassen. Mhm. Wenn es um die Nachricht vielleicht noch am Schluss geht, also ihr sagt mir, wenn ihr soweit seid, steht als drittens drin, geh aufs Profil, klicke vernetzen, wähle eine Option aus, wie eine Kennenlernoption, und das dritte ist dann, pack eine Nachricht in das Textfeld ein. Jetzt kann man sich einfach auch, das ist Teil von Working Out Loud, diesen Perspektivenwechsel mal vornehmen. Was müsste denn ein Unbekannter mir schreiben, dass ich mehr als nur irgendeinen Like-Klick machen würde? Also, und wir hatten das auch schon in den letzten Videos ein paar Mal diskutiert, das ist genau das, wenn man jemanden einfach mal folgt und diese Person kennt, ob das jetzt ist, dass man sein Buch gelesen hat, weil es eben ein Autor ist, oder einfach, weil es jemand ist, der Rezensionen auf Amazon schreibt oder sowas. Also auch das gibt es ja als Möglichkeit. Es gibt ja nicht nur Buchautoren auf der Welt, sondern es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, im Internet sichtbar zu werden. Und wenn man sich auf sowas bezieht, was der andere schon mal gemacht hat, einfach das Interesse quasi als Vorleistung sozusagen, ich will das jetzt nicht als Berechnung nehmen, aber einfach als Vorleistung, als schau mal, du interessierst mich, ich habe was von dir gelesen, ich habe was von dir gesehen. Oder auch wenn man noch nichts gesehen hat, zu sagen, sie haben so einen interessanten Job oder sie sind doch an der und der Stelle, was ich schon immer mal wissen wollte und mich noch nie getraut habe zu fragen. Das macht einfach eher Türen auf. Und dann ist halt der Schreibstil, ist es eher so ein, ich bin jetzt selber eine Autorität und ich genehmige dir mein Netzwerk, ich übertreibe das jetzt bewusst. Oder ich mache mich ganz klein und sage, oh, sie sind so groß und dürfte ich ihnen folgen. Also ich glaube, da gibt es auch ganz viele Stufen dazwischen. Mhm. Und viele Leute schätzen es eigentlich, meine Erfahrung jetzt wirklich einfach nur als Mensch erstmal angesprochen zu werden und nicht als Herr Professor, Doktor, Doktor sowieso oder als Herr VIP oder Frau, sondern einfach nur, wow, das interessiert mich, was Sie da machen. Ich bin vielleicht da ähnlich unterwegs oder ich habe eine Frage oder ich würde gerne auch mal da in den Austausch zu gehen. Vielleicht auch ganz konkret sagen, was man will. Also manchmal, wenn es vielleicht eine kleinere Sache ist, kann man auch einfach vielleicht mit der Tür ins Haus fallen und sagen, schau mal, ich habe das und das von dir gelesen. Ich mache da gerade das und das. Genau das wäre etwas, was mich interessiert. Bei Working Out Loud wird man es eher anbahnen und eher den persönlichen Kontakt natürlich in den Vordergrund stellen. Ich würde es jetzt aber auch nicht dogmatisch sehen. Aha. Wenn das, was der andere liefern kann, eine kleine Sache ist, dann kann man das auch, glaube ich, auch einfach mal sagen. Aha. Okay, also ich habe etliche Personen gefunden und ein paar Nachrichten geschrieben. Ich hoffe, bei euch hat es auch geklappt. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Nächster Punkt ist schon Ausblick auf die nächste Woche. In der nächsten Woche treffen wir uns nicht am Montag, sondern am Dienstag. Dienstag, den 4. Juli, wieder um 19 Uhr. Links findet man an der Stelle, die wir vorhin nochmal auch verlinkt haben, also colearn.de, Startseite ganz unten, Working Out Loud, findet man auch die Termine und die Links fürs nächste Mal. Beim nächsten Mal ist es dann der 7. Working Out Loud Circle. Winfried, siebente. Da sage ich gleich noch dazu, da bin ich am nicht da, weil Guido Bosbach ist bei der Selbst GmbH und hält da einen kleinen Vortrag. Und da ich in der Regionalgruppe dort bin, könnte ich mich maximal von dort aus mal für fünf Minuten zu. Ach, dann hol den Guido mit dazu, der findet bestimmt Working Out Loud auch toll. Ja, gut, das könnte ich versuchen. Das kann ich sehr versuchen, gut, dass wir zumindest mal Hallo sagen gemeinsam. Hey. Das geht nämlich um 7 los am Dienstag. Ja, okay, das kann ich ja machen. Super. Ja, klasse. Dann kann ich die gleich mal anklicken. Ach nee, ich habe den schon angeklickt. Okay, nee, gut. Dann schreib ihm eine Wertschätzung oder bestätige ein paar seiner Kompetenzen, wenn du die schon kennst. Okay, das ist klar.
Habt ihr gleich ein Thema, wenn ihr euch trefft. Ja, gibt's noch was, was jemand anmerken möchte von euch? Ansonsten. Vielen Dank, Karl-Heinz, für deine ganze Mühe. Genau. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Und für all diejenigen, die uns auch aktuell zuhören und vielleicht morgen die Aufzeichnung sehen, der Corporate Learning 2025 MOOCathon läuft immer noch. Dort ist es jetzt auch die 7. Woche. Und diesmal ist die Arealbank dran und es geht um People Analytics, um Big Data und was hat es alles mit Lernen zu tun, ist die Frage in dieser Woche. So, dann schönen Dank. Wir verabschieden uns wieder all denen, die es draußen hören und all denjenigen, die uns demnächst noch anhören werden. Euch schönen Dank fürs Mitmachen. Ciao. Danke. Ciao. Danke. Tschüss, tschüss.